Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android App, der App Wellpaper, Digital Wellbeing Life Wallpaper von OneLab by OnePlus. 15 MB groß. Aktuelle Versionsnummer ist 2.1.0, erforderliche Android-Versionsnummer 7.0 oder höher. Und zu den anderen technischen Daten komme ich sofort, wenn die Seite weiter lädt. Genau, gratis und bei 994 Gesamtbewertungen eine Durchschnitts-Sterne-Bewertung von 4,1 von 5 Sternen. Wallpaper ist a dynamic wallpaper, also ein dynamisches Wallpaper, was euch anzeigt die Screen Time und die Nutzung des Smartphones auf dem Lockscreen. Die Key Features sind, es ist batterieeffizient. Ja, man kann verschiedene Wallpaper einstellen, wo halt diese Daten dann so angezeigt werden. Ich finde das ein bisschen schwer, irgendwie so zu konfigurieren und alles. Aber die Idee dahinter ist auf jeden Fall sehr, sehr nett. Wallpaper track social, also Apps aus den Rubriken Social, Lifestyle and Communication, Entertainment, Gaming, Tools. Ja, und das ist auf jeden Fall eine witzige Idee. Ob man das jetzt braucht oder nicht, das ist eine andere Frage. Ich persönlich brauche es nicht. Deswegen fliegt die App auch wieder runter. Oder das Wallpaper fliegt wieder runter, die Wallpaper-App. Aber für Leute, denen diese Statistiken wichtig sind, ja, Gott, warum denn nicht? Es funktioniert und das ist witzig. Auf jeden Fall. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.